Willkommen zusammen zu der vierten Folge von SimRail. Wir sitzen nach wie vor in unserer Baureihe 186 und fahren hier gerade durchs polnische Lemke. Immer noch viel zu schnell. Immer noch Geschwindigkeitsvorgaben ignorierend, aber GTA, ne? GTA Polen. GTT, Grand Theft Train. Das ist doch mal eine tolle Spielidee. Was haben wir hier? Auch Gleise. Aha. Müssen wir da so langsam hinfahren? Verstehe ich gar nicht. Sehe ich nicht ein. Ja. 70 dürfen wir wohl anscheinend in 1,5 Kilometern fahren. Schluck Wasser. So, erfrischt geht's weiter. Stay hydrated. Kann ich nur allen empfehlen. Wasser. Ich krieg dafür kein Geld, dafür, dass ich Werbung mache. Was wollte ich mir jetzt gerade angucken? War doch was. War hier nicht gerade noch ein Fahrzeug zu sehen? Also ein Rettungsfahrzeug. Aha, schön. Ich verstehe immer noch nicht, warum wir hier so langsam fahren sollen. Sehe ich nicht ein. Ja, da kann man mir jetzt sagen, was man möchte. Ja, das ist nicht realistisch. Dann sage ich, ich habe nie den Anspruch gehabt auf Realismus. Ja, ausgetrickst. Ja, Zebrastreifen. Muss ich mir kurz angucken. Man kann übrigens mit Shift... Ja, kann nicht. Mit Shift kann man... Kamera schneller machen. Also man kann schneller fliegen. So wie im TSW eigentlich auch. Irgendwo habe ich mal gehört, dass das auch für die Konsole irgendwann erscheinen soll, aber ich bin mir da nicht so ganz sicher. So, was haben wir denn da? In 2 Kilometern dürfen wir 0 km/h fahren. Ja gut. Das mit dem 0 km/h hätte man sich auch sparen können mit dieser roten Farbe. Ich hätte noch gerne diese freie Kamera, die aber trotzdem am Zug kleben bleibt. Also dass man jetzt nicht diese Kamera hat, die einfach nur zentriert ist auf die Lok, sondern dass man im Grunde eine frei bewegliche Kamera hat, die aber trotzdem in der Geschwindigkeit des Zuges mitfährt. Im TSW ist das die Kamera auf der Taste 3, meine ich. Die ist eigentlich ziemlich cool. Vermisse ich hier ein bisschen. Nirgendwo Menschen, ne? Ein paar Autos hier, aber keine NPCs. Aber gut, okay, wir sind ja hier in einer ziemlich industriellen Gegend unterwegs. Da sind die meisten Menschen dann auch nicht unbedingt zu Fuß zu sehen.
haben wir auch so ein bisschen, dass die Räder etwas komisch aussehen, wenn die sich drehen, wie im TSW. Obwohl ich dachte, dass es etwas ist, was eher nur an der Unreal Engine liegt, aber anscheinend ist die Unity Engine wohl, hat da wohl auch ein bisschen Probleme damit. Was? Ja, hier, ich bin da. Hi. 41, 4018, answering. Hi, Peter. Nicht schlecht. Gut, hätte ich gewusst, dass wir jetzt gleich da sind, dann hätte man das da alles in einem Video auch durchziehen können. Dann hätte ich jetzt ja nicht zwei draus machen können, aber zu spät. Ja, im Bahnhof kann ich nicht aussprechen, leite ich Sie auf das Gleis 6. Dort warten Sie auf die Veröffentlichung von SimRail. Vergessen Sie nicht, SimRail auf Ihrer Wunschliste in Steam hinzuzufügen. Wir hören, sehen uns. Ja, ob ihr jetzt SimRail auf eure Wunschliste hinzufügen wollt, ist es euch überlassen. Ich find's ganz cool, muss ich sagen. Also es ist schön, in der 186 zu sitzen, in einer Lok, die halt im TSW nicht mit dabei ist. So richtig umgehauen hat mich die Demo allerdings bisher auch nicht. Also so landschaftlich ist das irgendwie ganz nett. Die Fahrzeuge sind irgendwie auch ganz nett, aber ja, ist jetzt nicht so, als wenn ich sagen würde, boah ja, also TSW wird das Staub fressen. TSW 2. Ich mache übrigens diese ständigen Vergleiche von TSW 2, weil wir haben uns ja mal irgendwann vor Ewigkeiten diesen Vorstellungstext von SimRail angeguckt und da waren ja ziemlich viele Anspielungen auf den TSW, würde ich behaupten, und dass SimRail gesagt hat, dass es ja viel, viel besser sein wird, mehr oder weniger. Daher auch diese ständigen Vergleiche, weil letztendlich die Entwickler sich auch wohl anscheinend selbst mit diesem Spiel vergleichen wollen. Daher mache ich das auch, muss aber an dieser Stelle sagen. Mich hat das jetzt nicht so richtig gecatcht. Es ist ganz cool für zwischendurch. Interessant ist natürlich, wenn da Community-Tools mit dazukommen. Ups, meine Flasche ist umgefallen. Das heißt umgefallen, ich habe sie umgekickt. Ja. Und die Frage ist halt natürlich, ob es irgendwann noch Content gibt, den man selbst besonders interessant findet. Ob dann irgendwann noch deutschsprachiger Content mit dazukommen wird. Ich werde mich vermutlich SimRail nicht holen, aufgrund der Tatsache, dass es erstmal nur polnischer Content ist und ich mich halt mit Polen, weder mit der Eisenbahn noch sonst irgendwas mit Polen auskenne. Leider nicht damit auskenne. Sonst hätte ich mir es vielleicht doch, glaube ich, mal angeguckt zumindest. Aber ihr könnt mir ja gerne mal eure Meinung dazu schreiben, wie ihr SimRail so findet, ob ihr euch das überlegt zu holen, ob ihr die Demo schon angespielt habt, ob ihr vielleicht die Vollversion auch hier auf dem Kanal sehen wollt als Videos, weil dann könnte ich mir, also wenn es euch interessiert, könnte ich das natürlich vielleicht trotzdem machen. Es wird natürlich auch abzuwarten sein, was für Züge dann erstmal erscheinen. Es soll ja auf jeden Fall diese französische, nee, das ist nicht Frankreich, das ist Polen. Es soll ja erstmal dieser Hochgeschwindigkeitszug auch kommen. Ja? Der ist ja auch angeteasert worden, dieser Pendolino heißt er, glaube ich. Bin mir aber da nicht ganz sicher. Man sah in Teasern irgendeine ziemliche Altbaulok in so einem schönen Grün. Mal ein bisschen Leistung aufschalten. Hey, der Tempomat funktioniert tatsächlich. So, in 1,4 Kilometern ist dann das Haltzeichensignal. Genau, also ja, irgendwelche Personenwagen hat man da auch schon gesehen. Also so ein lokbespannter Zug wird wohl auch kommen. Wird wohl alles in der Vollversion dabei sein, aber das wirklich Interessante ist halt letztendlich, okay, was werden dafür Inhalte danach erscheinen und vor allen Dingen, wie aktiv wird da vielleicht die Community da sein.
noch gibt es ja diese Tools gar nicht. Es soll ja auch diesen Stellwerksmodus geben. Es soll ja sogar noch ein Multiplayer kommen. Also da ist viel angekündigt. Ich finde es bisher, ja, ist ganz gut. Ist eine solide Basis jetzt, dieses Spiel. Nicht unbedingt etwas, wo ich sagen würde, das krasseste, das ich je gesehen habe. Was ist das? Weiß ich nicht. Was ist das? Da nochmal. Das ist schön gemacht, dass hier praktisch die Weiche dadurch markiert ist. Auch schön, dass hier die Gleise so schön zugewachsen, zugewuchert sind. Die Lok macht was her, also definitiv. Fährt ja auch in Deutschland rum. Noch ein schöner Screenshot, vielleicht. Also von der Seite mal. Bin ich hier drauf gekommen? Nein, nicht. Aha, plus 2 Minuten Verfrühung. Hahaha. Ordentlich die Verspätung wieder rausgefahren. Zwar durch Geschwindigkeitsübertritte, aber dann soll man mich festnehmen. Was mir jetzt aufgefallen ist, wir haben keinerlei KI-Verkehr gehabt, ne? Uns ist ja kein einziger Zug entgegengekommen. Nicht einer. Das ist schade. Hier ist auch nichts abgestellt so. Also da hätte man, glaube ich, schon was machen können. Einfach nur so, um den Schein zu wahren. Hier hätte man diesen Regionalzug abstellen können, den Haifisch. Hier in Sosnowiec Dandovka. Wieso? So, da vorne endet dann auch unsere Fahrt in Simrail. Mal schauen, ob es dann nochmal irgendwann ein Video zu Simrail gibt. Vielleicht mit der Vollversion dann. Es gibt leider nur dieses eine Szenario mit der 186. Ziehen mal vor bis zum Signal. Aber schön gemacht, so mit dem Dachaufbau. Das ist ganz hübsch. Vermutlich ein bisschen vereinfacht und so alles, aber nicht schlecht. So, 200 Meter. Interessant, die haben ja das offizielle Bombardier-Logo mit drin. Interesting, hier auch. Was fehlt im TSW ja komplett, ne? Bombardier. So, dann könnten jetzt gleich die
letzte Bremsung einleiten. Schön langsam hier reingefahren. Ist eigentlich ein Horn? Wo ist das Horn? Wo ist denn das Mikro? Ah, das klingt gut. So, dann würde ich sagen. Nein, nicht Schnellbremsung. Egal. Gut, dann haben wir das gestartet. Nein, gestartet nicht, aber können das jetzt beenden. Ich danke euch fürs Zusehen. Macht es gut. Tschüss und auf Wiedersehen. Und schreibt mir gerne eure Meinung zu dem Video, zu dem Spiel in die Videobeschreibung. Nicht in die Videobeschreibung, sondern in die Kommentare. Tschüss, tschüss.